Mein Lieber, Ja, wir haben dieses ehrlich. Mal für uns beschlossen, einen kleinen Rückblick zu machen. Also, wir sind ja hier beim Mr. G-Right Podcast. Wir haben hier jetzt unsere dritte Folge, über die wir sprechen. Chris, würdest du mal in deinen wunderbaren Worten, du bist so talentiert und so hübsch und so geschmeidig. Ja. Okay, also der Chris ist stockhetero, gell? Und Sowas von. würdest du mal unseren Zuhörern, genau, und manchen Zuschauern, die den Videostream mitschauen, mal ein bisschen beschreiben, was das Mr. Gay Right Projekt überhaupt ist und was in Folge 1 und 2 passiert ist? Genau, was ist das Mr. Gay Right Projekt? Das Projekt, ja, wurde, sag ich mal, von dir ins Leben gerufen. Wer Alex nicht kennt, Alex ist ja Model, Schauspieler, Unternehmer und wie so viele von uns leider Single und das wollte er ändern. Aber jetzt denkt man natürlich, okay, es gibt ja viele, die sagen, okay, warum muss man da jetzt vielleicht, ne, das größer auffahren, warum muss man da in die Medien gehen, warum muss man eine Show draus machen? Das hat jetzt nicht nur zur Folge, dass wir sagen, wir wollen aufmerksam machen, ja, irgendwo schon, aber der Hintergrund ist ja auch, dass, sage ich mal, die Homosexualität, wie es ja bei Alex der Fall ist, dass das ja in der heutigen Zeit leider immer noch irgendwie verpönt ist oder, sage ich mal, Tabuthema. Und es gibt super viele Leute da draußen, die auch Angst haben, sich zu outen und die einfach gerne, also ich glaube, die das Ganze auch so fühlen, ne? Wenn man deine Geschichte hört und wenn man das Projekt sieht und auch sieht, was auf der Insel passiert ist, dass sie denken, ja, eigentlich geil und die machen es genau richtig. Die haben keine Angst vor dem, was kommt und dass man verurteilt wird oder beziehungsweise wurde. Und die gehen damit an die Öffentlichkeit, weil quasi du ja den Leuten auch so ein bisschen die Angst nehmen willst, einfach, sag ich mal, zu sich zu stehen, zu seiner Sexualität zu stehen. Absolut richtig. Ich habe eine Message und meine Message ist, jeder hat ein Recht auf Auf Liebe Liebe. und begründet darin, dass ich, als ich 28 war und mich geoutet habe, ich bin bei den Zeugen Jehovas groß geworden, eben mein komplettes Netzwerk an einem Tag, meine Homebase, meine Familie, meine Geschwister, meine Eltern, meine Tanten, meine Onkels, 5000 Menschen, meine besten Freunde an einem Tag verloren habe und dieser, ich würde mal sagen, Wendepunkt in meinem Leben hat dazu geführt, dass ich in dieser Welt was ändern möchte. Und in seinem eigenen Wohnzimmer oder Schlafzimmer, in der eigenen Stadt privat für sich kann man seine Liebe suchen, aber dann ändert sich nichts in dieser Welt. Und meine Mission ist, mein Wunsch, dass ja, jeder sein Recht auf Liebe, auf Se Selbstbestimmung, auf Freiheit bekommt. Was lachst du jetzt? Jeder sein Recht auf Sex hat, das ist richtig. Und Sorry. jeder ein Recht auf täglich Sex hat. Genau. Du hast Richtig. es erkannt. Genau, und deswegen hast du gesagt, ich gehe damit an die Öffentlichkeit und ich will aber auch mit meinem, ich spreche mal aus deiner Sicht, meinem Dating-Format sozusagen einfach mal was anderes kreieren. Denn was ist der Unterschied bei Mr. Gay Right im. Ich will das nicht schlecht reden, aber ich sag mal so, bei uns ist nichts gescriptet, oder ne? Bei dem Dating-Format ist einfach Ja, alles ehrlich. es gibt ja auch andere Formate, die auch nicht gescriptet sind, aber mir war es ganz, ganz wichtig, dass hier ein echtes Liebespaar entsteht, das über Was das authentisch hinaus ist. existiert, nicht für dieses Projekt eben ein Liebespaar zusammenkommt, weil man sich nicht sieht oder nicht weiß, wie man da eingekauft hat beim Dating. Und Die Katze im Sack. die sowieso nicht, ja, lach Das nicht. ist Als ein ich damals noch Angebot. mit einer Frau verheiratet war, ich durfte erst nach 2 Jahren in der, nach der Heirat, bei den Zeugen Jehovas darfst du erst in der Hochzeitsnacht dein Vergnügen haben. Und damals war ich noch brav, heute nimmer. So, aber um auf den Punkt nochmals zu kommen, ja, also ich bin tatsächlich komplett durch Deutschland getourt, habe mir persönlich die Jungs ausgesucht, habe nur die Jungs mitgenommen, wo es Vibes gab. Du warst leider nicht dabei, mein Lieber, deswegen habe ich dich Tja. als Fahrer eingestellt auf der Insel und Personal Assistant.
Ja, Right. und deswegen kannst du sehr gut dieses Projekt kommentieren, weil du vor Ort warst, du hast mitgelitten. Wir sind schon ja, einige Jahre befreundet Richtig. und durch das Projekt sind wir sehr intim geworden. Richtig, aber jetzt nicht so intim, wie jetzt wieder jeder denkt, sondern auf eine andere Art und Weise. So ist es. Genau, und um es kurz zusammenzufassen, so, ne, Folge 1 und 2, wie du gesagt hast, du bist durch Deutschland gereist, hast deinen nach den richtigen gesucht. Wie Heidi? Wie Heidi? Hat sie die richtigen gefunden? Ich weiß es gar nicht. Heidi, Die, deine. Heidi, deine Welt sind Oh die. Gott, Okay, also wir werden. es gibt ein Talent, was ich nicht besitze, und das ist Singen. Das lassen wir lieber. Das haben wir schon festgestellt, auch in der ersten Folge bei Happy Birthday. Oh, sole Es mio. lohnt sich auf jeden Fall, sich die Okay. Folgen anzuschauen, weil es gibt immer wieder irgendwelche Highlights und Überraschungen. Oh Gott, ja, Genau, und definitiv. du hast ja dann quasi die Jungs, die du, ich meine, du hast weitaus mehr getroffen, aber du hast halt nicht jeden auserwählt und nicht jeder hatte sozusagen die, ja, die Wildcard bekommen, sozusagen, für, ja, die Villa auf Mallorca. Genau, weil als die Jungs dann, die ich mitgenommen habe, auf Mallorca angekommen sind, Folge 2, bin ich direkt mal am Flughafen, haben wir den Flughafen auf Malle in Palma sperren lassen. Erinnerst du dich, mein Lieber? Oh Da ja. bin ich dann vor, ja, 1, 200 Leuten, bin ich da als die Kandidaten, die Teilnehmer, meine Liebsten, da durch die Tür gekommen sind aus dem Flughafen, also noch im Gebäude selber. War ich schon da mit einem wunderschönen Anzug, einem Wedding-Anzug, einem Heiratsantragsanzug und bin auf die Knie mit einem Ring. Die Ringe waren sehr teuer. Schleichwerbung, Prischu, Prischit, ich musste mal gucken, 12,99 pro Dinger. Das sind auch noch am Flughafen die Steine in der Mitte rausgeflogen. Bin ich Für auf die die Knie Gäste und nur das das war Beste. der. Für die Gäste nur das Beste. Und Spieleinsatz war der Ring, den sie dran gesteckt bekommen haben. Genau. Also nur ein Ring, keine anderen, ja, Ringe, nur ein Fingerring. Und das andere wollte ich allen ersparen. Ja. Und bin auf die Knie und damit hat das Spiel begonnen. Jeder stand ab dem Zeitpunkt in der Gefahr, seinen Ring zu verlieren und jeden Tag musste eine Person das Haus verlassen und der das Haus verlassen musste, bekam den Ring abgezogen. So, das war die Zusammenfassung des Projekts und der ersten zwei Folgen. Du hast schon die dritte Folge gesehen, mein Lieber. Korrekt. Sag in drei Wörtern. Du kannst zählen, 1, 2, 3, nur drei Wörter. Dein Eindruck von Folge 3. Emotionen, Spannung und auch Spaß. Sehr schön. Jetzt darfst du es ausführen. Ja, ich sag mal so. Warum Emotionen? Es wurde sehr emotional, weil man, sag ich mal, dich als auch unseren lieben Ray nochmal von einer ganz anderen Seite gesehen hat. Es wurde sehr privat, also aufgrund eurer Erlebnisse, was ihr erlebt habt, welchen Leidensweg, muss man ja leider sagen, ihr ja ertragen musstet, beziehungsweise gegangen seid. Da können wir ja noch näher drauf eingehen, wenn du magst, später. Gerne. Man hat euch wirklich, also, ne, weil ihr auch quasi eine ähnliche Geschichte teilt, ne? Es ist ja auch so, dass er dir so aus seinem Leben erzählt hat, was ihn so, ne, bewegt hat, was ihn vielleicht auch geprägt hat, was sehr, sehr emotional war und dich das ja auch ziemlich mitergriffen hat, weil du auch sehr, sehr viel durch hast und so was Ähnliches ebenso erlebt hast, wo ihr quasi einfach eine Verbindung spürt. Ja, das hast du wirklich schön beschrieben. Also es war tatsächlich so, als ich mit Ray in den Kontakt kam, er war optisch, also er hat auch sehr viele Tattoos am Hals, auf der Brust, am Körper, so wie ich. Er war sehr emotional und ich habe irgendwie so Vibes gespürt. Ich konnte es nicht irgendwie in Worte fassen, ich habe es auch nicht verstanden, aber es ist ja manchmal so im Leben.
Du magst irgendjemand, ich mag dich ja auch. Warum weiß ich bis heute nicht, Ich aber auch nicht. wer weiß, wer weiß, wer weiß. Wir werden es irgendwann mal Herausfinden, meinst du? herausfinden, genau. Und als wir dann im Gespräch waren, hatte er mir das irgendwann in einem Nebensatz erwähnt und ich habe zu ihm gesagt, du Ray, lass uns nicht jetzt drüber sprechen. Ich möchte nicht alles vor der Insel vorwegnehmen. Ich möchte einfach auf der Insel euch kennenlernen. Ich möchte ungefähr wissen, wer ihr seid, aber das weiß ich jetzt, komm. So, und habe ihn deswegen darauf angesprochen, habe ihn vorher gefragt, ist es okay, wenn ich dich nochmals auf den einen Satz anspreche, weil ich möchte wissen, wen ich da sitzen habe, was er erlebt hat, warum er so ist, wie er ist. Und dann packt er die Geschichte aus. Kannst du das nochmals so kurz zusammenfassen, was er da so erlebt hat? Ja, er hatte erzählt, dass er als Kind, ich glaube, es war auf dem Nachhauseweg von der Schule, dass er da von, ich glaube, es war sein Nachbar oder mit im Haus gewohnt hat, Genau. ein älterer Mann, der ihn aus welchem Grund auch immer abgepasst hat, Knarre an Kopf gehalten, mit in die Wohnung genommen hat. Und letztendlich, was er wollte, wissen wir nicht. Aber auf jeden Fall so eine Art, wie so eine Art, kann man sagen, Entführung? Eigentlich schon so, ne? Oder Richtig, zumindest. er ist an der Tür vorbei, er hat die Tür aufgemacht, Genau. hat ihn aber auch schon, wollte ihn vorsätzlich abfangen, also es war schon vorbereitet und hat ihn reingezogen und hat ihm mal eine Knarre an den Kopf gehoben, eine Knarre an den Kopf gehoben und hat ihn beziehungsweise schon auf dem Flur bedroht, auch dass er ihn dort abschießen wird, egal was die Nachbarn, also ob die das mitkriegen oder nicht, und haben ihn dann im Anschluss reingezogen, so rum war's. Und Konnte, ja, glaube ich, gerade noch irgendwie flüchten. Also er war zwar in der Wohnung, na, er konnte war sich, dann oder? erstmal in der Ja, Wohnung, genau. genau. Also erstmal, das war, dann waren die selber überfordert, was haben wir gemacht? Und das war diese Grundsituation, die so fürchterlich ist, dass du ein junger Mensch bist und da auf einmal eine Knarre am Kopf hast, dir wird gedroht, dich zu erschießen. Du stehst unter Schock, du hast Todesängste, du hast einen Kontrollverlust, du hast eine Ohnmacht, dann auch eine gewisse Scham, Angst, alles, was da sich verwirbelt, verzwirbelt und, und. Ja, dann konnte er flüchten und dann hat er von der Telefonzelle aus seine Eltern angerufen, Genau. dann ging das alles seinen Weg, Polizei kam, hat ihn abgeführt und diese ganze Konstellation, muss ich sagen, als er, wie er das beschrieben hat, wie das war, wenn du eine Knarre da, ja, an den Kopf bekommst, an den Hals, wo auch immer. Das kann man sich nicht vorstellen. Also ein wirklich ganz, ganz schlimmer Zustand, der, glaube ich, einfach einen Mensch in eine Todesangst versetzt, die er bis dato einfach noch nicht kannte. So. Heftig, ich glaube, das kann man sich auch gar nicht vorstellen. Das will man sich auch eigentlich gar nicht vorstellen, wie scheiße sich das anfühlt, wenn du in so eine Vor Situation allem, wenn du kommst. halt auch Kind bist. Also als Ja. Erwachsener ist es schon fürchterlich, da stirbst du Absolut. Todes, dann bist du, hast du, also du bist traumatisiert. Also es ist ja wie Kriegsveteranen, die dann im Krieg sind, dann in so einer Situation waren, wo es um Leben und Tod geht. Die sind erst mal die ersten Monate, Jahre out of order. Ja, und dann hat er das so erzählt. Und wenn man sich die Folge genau anschaut, Chris, dann ist Folgendes passiert. Wenn du mein Gesicht anguckst, was dann bei mir passiert ist, ich habe auf einmal mit Hyperventilieren angefangen, sehr schnell geatmet, ein bisschen die Tränen runter geflossen. Ich habe keine Luft gekriegt, mir sind die Tränen geschossen und ich musste mich echt extremst anstrengen, weil mich das so getroffen hat und es hat mich im Endeffekt getriggert, weil das war tatsächlich nicht geplant, weil ich nicht um die Tiefe und des Inhalts Bescheid wusste, wie schlimm das ist. Und es hat mich komplett getriggert. Und ja, weil das, was ich dann ihm erzählt habe, ich ähnliche Situationen erlebt habe, die mein Leben zur Hölle gemacht haben. Aber ein ganz klar Parallel, ne? Ja, es war darin begründet, um das mal zusammenzufassen, dass ich von meinem zweiten bis zu meinem achten Lebensjahr leider eine sehr
gewalttätige Person in meinem Umfeld hatte, mein Mhm. Großvater, der war im Krieg. Und als er zurückkam, muss er irgendwie, aus welchen Gründen auch immer, das Geschehene nicht verarbeitet haben und vermutlich auch einfach grundsätzlich Psychopath gewesen sein. Und ich habe von meinem zweiten bis zu meinem achten Lebensjahr habe ich etwas über 67 Übergriffe überlebt, in Ach der du ich im Schande. Keller eingesperrt worden bin. Ich wurde gefesselt, es kam ein Messer und mir wurde gesagt, du wirst in 5 Minuten komme ich wieder, dann steche ich dich ab. Dann wurde mit einem, ich weiß gar nicht, wie man das heißt, so ein Spatzengewehr, so eine Schrotflinte, die man früher, die ältere Leute da so öfters mal hatten, um so Schreckschusswaffen, was, also so ein längeres. Dann kam er runter und ja, hat mich mal wieder eingesperrt und ich hatte dann so eine Schrotflinte in meinem Mund als 3-, 5-Jähriger. Dann wurde gesagt, ich ja, ziehe gleich den Schuss ab und, oder wie man das nennt, ich bin jetzt gerade. Puh, ja. Heftig, das kann man das ohne Worte. Und dieses Martyrium ging tatsächlich über sehr, sehr viele Jahre bis zu meinem 8. Lebensjahr. Da scheine ich dann so alt gewesen zu sein, dass mein Großvater in einem Alter war, wo ich glaube, ich zu viel Kraft hatte und zu viel. Aber ich weiß nicht, ob du dir das vorstellen kannst, wie das ist, dass du. Ich bin ja schon ohnehin in einer Sekte aufgewachsen. Dann bist du abseits der Gesellschaft. Dann hast du sowieso niemanden außen. Dann bist du aber innerhalb der Gemeinde, bist du eben so misshandelt, gewaltsam, Schläge eingesperrt. Und für mich war das Schlimmste dieses Psychopathische, dass ich über gewisse Jahre Todesängste einfach hatte. Nicht den nächsten Tag zu erleben, einfach zu wissen, heute wird mit dieser, ich denke aus heutiger Sicht, mein Großvater war sehr ohnmächtig, was er im Krieg gesehen hat und er wollte, glaube ich, irgendwie, ich weiß es nicht, ob das gerechtfertigt ist, wenn ich sage, aber seine Ohnmacht und das, was er erlebt hat, er war anscheinend in russischer Gefangenschaft, wollte er das irgendwo ablassen, aber als Kind realisierst du das Ganze nicht, sondern du bist einfach ein schutzbedürftiger Mensch. Du lebst innerhalb einer religiösen Gemeinschaft, die dafür wirbt, ja, Kinder zu schützen, respektvoll, Botschaft der Liebe. Und dann bin ich tatsächlich 8 Jahre meines Lebens durch die Hölle gegangen. Hab das nicht realisiert natürlich, war schwerst traumatisiert, meine Lehrerin. Ich habe sehr, sehr, mir ging sehr, sehr schlecht in meiner Grundschule und ich lag oft auf irgendwelchen, wie sagt man denn, so Bänke, weil ich war einfach schwerst traumatisiert. Sie hat es erkannt, ich hatte sehr gute Vibes zu ihr, habe sie sehr gemocht und ja, und dann leidest du über Jahre, du kannst es natürlich nicht verarbeiten, bist schwerst traumatisiert und als ich dann da diese Phase hatte mit meinem Outing, diesen Sektenausstieg, habe ich mich dann in eine professionelle Klinik begeben und die haben mir dann gesagt, weil es mir tatsächlich auch im Erwachsenensein noch sehr schlecht ging, dass ich eine posttraumatische Belastungsstörung habe. Das heißt, jemand, der im Krieg ist, der einfach das Geschehene wie beim Verkehrsunfall oder bei ja, also beim 11. September irgendwelche oder Tsunami-Erlebnisse, da hast du ein Erlebnis und das Das wirft prägt dich dich halt, so ne? aus der Bahn und du hast einfach sehr viele Albträume. Das Gehirn kann die Sache nicht ablegen, um es mal technisch auszudrücken. Also du gehst auch im Erwachsenensein durch die Hölle. Und ich habe sehr darunter gelitten, dass als ich diese Therapie gestartet habe, und eben in diesem Sektenausstieg war, mein Outing hatte, dass ich eben in dieser Situation, als ich wirklich Familie, Liebe, Rückhalt, dass genau die Gemeinde, die das angerichtet hat, die Personen, die da drinnen sind, dass die mich in diesem Moment haben fallen lassen, weil ich ja kein Zeuge Jehovas mehr war, lebenslänglich ja, geächtet werde und dass sie mich in der Situation den Schaden, der daraus entstanden ist, dass genau die Menschen mich haben fallen lassen. Und
Das hat mich sehr, sehr, sehr verletzt, weil das traumatisiert dich nochmals. Und die Spezialklinik, in der ich war, das war eine sehr gute Klinik. Ja, da haben wir diese Traumatherapie begonnen und ich habe dann mit dem ersten Trauma angefangen, zweiten, fünften, 10, 20, 30, 40, 50, 56 und weißt du, wie glücklich ich war, als bei Traumata Nummer 57 es endlich aufgehört hat? Heftig, das kann man gar nicht sich vorstellen, wie schlimm das sein muss, so viele verschiedene Traumata erlebt zu haben. Und vor allem dieser Verarbeitungsprozess, ne? Gerade wenn man Kind ist, man nimmt es ja erstmal nicht wahr, ne? Aber irgendwann merken, sag ich mal, äußere Personen, ja, merken natürlich alle Personen drumherum wahrscheinlich oder die dich gut kennen, dass irgendwas nicht stimmt. Und das Schlimme ist ja, weil du ja sagst, auch ne, in der Familie, der großen damaligen Familie von Zeugen Jehovas, es klingt jetzt so für mich, wie du erzählst, dass es sich da, sag ich mal, in dieser Gesellschaft alles um den Thema, ums Thema Glauben dreht. Aber als du quasi ausgestiegen bist, da ging es gar nicht mehr um den Mensch, ne? Weil du bist ausgestiegen, du hast, sag ich mal, diese Blase verlassen und standst jetzt, sag ich mal, außerhalb dieser Blase und warst aber alleine. Und normalerweise, sag ich mal, wenn man an seinen Glauben denkt, dann heißt es ja, es soll ja eigentlich überall Frieden sein, du sollst den Nächsten lieben, du sollst natürlich, ne, unterstützen und nicht irgendwie aggressiv sein, böse sein, und helfen. Aber da ist ja gar keine Hilfe erfolgt. Das hast du wirklich gut auf den Punkt gebracht und ich habe mich Zeit meines Lebens alleine gefühlt, weil stell dir vor, du bist in einer Sekte, dann bist du innerhalb der Schulklasse alleine, weil du nicht dazugehörst. Dann bist du in der Sekte, dann bist du schwul und gehörst auch nicht dazu, weil die Sekte das ja nicht genehmigt. Dann erlebst du Traumatisierungen in meinem Ausmaß, dann fühlst du dich auch innerhalb der Familie, innerhalb den engsten Raum alleine, weil auf irgendeine Art und Weise weggeschaut wird. Und das ist, wie soll ich dir das sagen? Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn dir Schlimmes passiert, alleine zu sein. Und du keine Und Unterstützung hast. Chris, ich muss das jetzt einmal um das. Ich muss es mal zusammenfassen, wie mein Leben aussah. Ich bin heute 42 Jahre alt und die ersten 10 Jahre meines Lebens waren die Hölle, weil ich in der Sekte reingeboren worden bin, weil ich Traumata erlebt habe, die ich keinem Menschen wünsche. Die nächsten 10 Jahre musste ich mein Schwulsein verdrängen, bin in der Sekte weiterhin manipuliert und aufgewachsen. Mit 20 musste ich dann sozusagen eine Frau heiraten, obwohl ich schwul bin. Mit Wurde dir das 28, vorgegeben? Also konntest du da. mit 28 habe ich dann alle Menschen verloren, die ich geliebt habe, die ein Teil meines Lebens waren, mein Rückhalt, und stand alleine da, obwohl ich in einer Situation war, in der ich absolut hilfsbedürftig war. Um dann die nächsten 10 Jahre damit zu verbringen, alleine in dieser Welt seinen Weg zu finden. Kannst du dir vorstellen, wie viel leere Stunden, wie viel Schmerzen ein Mensch durchmachen muss, um das zu ertragen? Ich glaube, das kann man sich gar nicht vorstellen. Weil das, ja, wie soll ich sagen? Ich glaube, wenn man sowas nicht erfahren hat, ich glaube, jeder von uns hat ja irgendwelche Erlebnisse, Ereignisse, die einen mehr, die anderen weniger, aber über so einen langen Zeitraum. Und ne, manchmal denkt man, man ist schon an seinem Tiefpunkt und es geht dann noch tiefer und du denkst, wie kann das sein, so diese Kraft zu haben, da irgendwie rauszukommen? Und das ist halt so dieses, ne, du brauchst Unterstützung, du brauchst die Leute, die dich auffangen, die dir gut zusprechen, die dich unterstützen, die dir, ne, vielleicht auch mal in den Arsch treten oder so, ne? Aber wenn du alles alleine machen musst, gerade noch als so ein junger Mensch, der vielleicht noch in einer gewissen Findungsphase ist oder ne, der halt sich auch fragt, was habe ich denn falsch gemacht? Warum ist denn jetzt quasi alles gegen mich? Ich habe doch eigentlich nichts verbrochen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das, also das ist unglaublich schwierig. Und so diesen, dass man da diesen Boden unter den Füßen nicht verliert, ja. Das ist, wie soll ich sagen, richtig heftig.
Und seitdem ich dich kenne, muss ich sagen, hast du zum Glück dein Lächeln nicht verloren. Auch wenn es in dieser Zeit schwer war und du vielleicht das eine oder andere überspielen musstest, aber du hast dein Lächeln nach wie vor nicht verloren und das finde ich richtig, richtig gut. Und da auch weiterzumachen und nie aufzugeben. Okay. Und jetzt sind wir rausgeflogen. Da war Alex leider weg. Jetzt müssen wir gucken, ob er wieder zurückkommt. Gut. Mein Lieber, unsere Internetverbindung ist leider gerade an einem wichtigen Punkt ja, unterbrochen worden. Wir sind aber back im Game. Das, was ich dir gerade sagen wollte, ist, dass du vielleicht nachvollziehen kannst mit dieser Vorgeschichte, woher meine Energie kommt, zu sagen, dass mein innerster Wunsch ist, dass jeder Mensch ein Recht auf Liebe, Freiheit, Sicherheit und einfach Schutz hat, weißt du? Weil ein Recht auf Liebe, das ist das Allerwichtigste, dass du selbst sein kannst, dass du deine Identität leben kannst und dass es einfach nicht in Ordnung ist, wenn es einfach organisiert so ist, dass jeder, zum Beispiel bei Zeugen Jehovas, der reingeboren wird, der sein Schwulsein verdrängt und irgendwann feststellt, er ist schwul, dass er lebenslänglich alles verliert und dass bei auch extremistischen oder Entschuldigung, bei extremen Ausprägungen aller Richtungen einfach ebenso Nischen manchmal dadurch entstehen, die einfach so sehr abseits der Gesellschaft sind und eben Dinge angesprochen worden sind, auch innerhalb der Gemeinde, aber weggeguckt worden ist. Und es sind einfach so elementare Dinge, wo ich sage, ich habe, Chris, glaub mir, mit jeder Faser meines Körpers gelitten. Und mit jeder Faser meines Körpers stehe ich für dieses Recht ein und werde alles Mögliche in meinem Leben tun, dass jedes Kind, egal welcher Religion es angehört und egal aus welcher Herkunftsland oder politische Richtung es ein Recht bekommt, frei zu leben, seine Liebe zu leben, weil Und es zu ist ein erfahren. Menschenrecht. Ja. Jeder Mensch hat ein Menschenrecht auf Liebe und Freiheit und Sicherheit. Und deswegen kannst du, ja, meine Deswegen kann man. Die Kräfte, die in mir sind, die sagen mir einfach, es ist nicht in Ordnung. Und wenn ich nicht rede, Chris, also wenn ich nicht sage, was in meinem Leben passiert ist, was die Konsequenz ist aus all dem, es hätte mich fast in den Selbstmord getrieben, weil wenn du es nicht mehr erträgst, und ich habe ja, wie gesagt, für das Frühstücksfernsehen bin ich ja als Coach unterwegs gewesen. Ich war für Leroys Momente, ich war für Prominent, ich war bei TAF. Seit 10 Jahren kämpfe ich dafür, bei Prince Charming einfach irgendwie Menschen zu sagen, es ist nicht in Ordnung. Wie kann das sein, dass ich, der ich keine Chance hatte, in ein System reingeboren werde, wo einfach ganz klar war, was mir passieren wird? Es war klar, dass ich als Schwuler diesen Lebensweg haben werde, lebenslängliche Enthauptung sozial, mit all diesen Schädigungen. Und die sind ja von heute auf morgen nicht weg. Das ist einfach so, dass mit dieser eine posttraumatische Belastungsstörung, ich habe alles therapieren lassen, irgendwann setzt sich das Ganze und du kannst wieder schlafen, du kannst leben, aber du kannst es auch verarbeiten, aber es wird immer Momente im Leben geben. Und ich glaube, jetzt ist so ein Moment in meinem Leben. Mein Papa liegt im Sterben. Du hast einfach irgendwelchen Stress im Leben und hast auch irgendwelche Herausforderungen, dass du vielleicht mal, wir hatten das letzte Mal drüber gesprochen, Freunde verlierst, du hast Verluste, du bist in einer ganz neuen Phase, dass du irgendwie jetzt zurechtkommen musst. Boah, mein Papa stirbt.
deine Mom ist krank, es verändert sich was. Das sind ja wirklich Dinge, wo sich dein Leben nochmals einfach so, trotz meiner Geschichte auch, du mit Dingen zurechtkommen musst. Und dann ist es einfach so, ich ertrage dieses Paket immer mit mir. Die Erinnerungen bleiben vor allem. Ne? Ist ja nicht so, nur weil du es erlebt hast und auch aufgearbeitet hast, dass es komplett weg ist. Die Erinnerungen werden immer da sein. Deswegen zeigt es ja auch, dass du sehr emotional wurdest, als Rosario drüber gesprochen hat, dass dich das ergriffen hat, weil du dich da selbst wahrscheinlich ein Stück weit wieder gesehen hast und sowas. Das wird einem das ganze Leben prägen. Ne? Und wenn du genau hinguckst, hat es mich so getriggert, dass ich tatsächlich in dem Moment wieder war, was ich erlebt habe. Und ich sag dir ganz ehrlich, Chris, das wünsche ich nicht mal meinem größten Feind. Das wünscht man, glaube ich, niemanden, ja. Und deswegen ist mir so wichtig, dass man hinschaut und sagt, ist es wirklich okay, sowas organisiert passieren zu lassen, ist es wirklich in Ordnung? Eigentlich nicht. Es geht ja um Menschenleben auch auf eine gewisse Art und Weise, ne? Und du wurdest ja eiskalt fallen gelassen, Und letztendlich. ich habe so viele Zuschriften bekommen, wie gesagt, ich hatte das mal erzählt, ein Kumpel von jemand, der hat es nicht verkraftet, diese soziale Enthauptung, alleine lebenslänglich mit 18, 19 dazustehen und hat Selbstmord begangen. Wenn du nicht mehr weiter weißt, alles auf dich einbröckelt, sehen manche dann nur noch diesen einen Ausweg. Und das sollte verhindert werden. Und deswegen ist es ja auch gut, über diese Themen zu sprechen und zu sensibilisieren, ne? Weil ich glaube, ganz viele da draußen, die das hören und sehen, denen ist es wahrscheinlich auch widerfahren, die haben dieselbe Situation oder ähnliche Situation erlebt und sind vielleicht froh, vielleicht auch darin Halt zu bekommen, und zu sehen, so, hey, ich bin nicht alleine mit meinem Thema. Ich habe die ganze Zeit überlegt, wie kann man beschreiben, wie es ist, das zu erleben, was ich erlebt habe. Und kannst du dich an die Zeit noch von Corona erinnern, wo du nicht mehr raus durftest? Wurde eingesperrt quasi. Man hat sich Genau. eingesperrt gefühlt, ja. Genau, und man konnte nicht mehr raus und Vorsichtsmaßnahmen. Und dann warst du alleine zu Hause und es ging über Wochen und Monate. Erinnerst du dich noch an das Gefühl, wie das bei dir war, was das mit einem Menschen macht? Also ich muss sagen, ich muss ehrlich gestehen, dass ich eigentlich sehr gut mit der Situation zurechtkam, aber von vielen anderen gehört habe, dass die durchgedreht sind. Ne? Wir haben ja auch mitbekommen, generell häusliche Gewalt ist angestiegen, Leute sind durchgedreht, die haben gesagt, hey, ich werde an meiner Freiheit beraubt, ich darf mich nicht mehr frei bewegen. Und das hat unglaublichen Druck ausgeübt, ausgelöst. Ich weiß selbst, ich war unterwegs, dann hieß ja Ausgangssperre um 9 Uhr zu Hause. Ich habe mir gesagt, ey, ich bin jetzt gerade unterwegs. Was, ne, was weiß ich, Du hattest, ich muss eins einschieben, du hattest das Glück, dass dein engstes familiäre Umfeld unmittelbar in deiner Nähe ist. Ja, das stimmt So. natürlich. Aber Personen, also ich habe es von vielen erzählt bekommen, wo du eben einfach nicht mehr aus dem Haus durftest, du hast niemanden da, du warst zwei Personen, 24/7, durftest nicht auf Arbeit gehen. So viele Das Dinge, ist die da heftig. einfach, was es dann über die Wochen und Monate haben viele so ein bisschen nahezu schon Depression gekriegt, so. Ja, Und ich möchte es absolut. nochmal anders beschreiben. Also es ist wie, wenn ich sage, Chris, also ich nehme dich jetzt in den Flieger, du darfst dich von niemandem verabschieden. Ich fliege dich jetzt nach Amerika, setz dich in New York ab und sag, ab jetzt, Chris, bist du alleine hier und du wirst lebenslänglich von den Menschen, die dich lieben, darf lebenslänglich mit dir niemand mehr sprechen. So. Oh. Hart, sehr hart. Und stell dir mal vor, deine Eltern werden alt und sterben, du darfst diesen Prozess nicht begleiten. Deine Tanten sterben, du darfst nicht hingehen. Deine besten Freunde, deine Schwester, dein Bruder, alle Personen, du warst. Hast dich eingesetzt, hast eine Gemeinde geleitet. Ich habe diese Farsi-persisch sprechende Gemeinde geleitet und organisiert in Süddeutschland, habe extra eine Fremdsprache gelernt, Farsi in Wort und Schrift. Und du warst ein anerkanntes Gemeindemitglied, Vorsteher, was auch immer, wie du sagen willst, da Priester oder was auch immer. Und das, was du 10 Jahre geleistet hast, keiner redet mehr mit dir. Du siehst niemand mehr. Deine Tante stirbt. Deine Neffen und Nichten werden groß und
du bekommst nichts davon mit. Man redet mit dir nicht, man schickt dir keine Bilder. Und du sitzt jedes Weihnachten, Geburtstag, jeglichen, du wirst älter. Ist immer alleine. Und egal, was du tust und wenn du wirklich in Amerika, weiß ich was, in Oscar abstaubst, es interessiert niemand. Es interessiert niemand, ob du heiratest. Es interessiert. Kannst du dir vorstellen, wenn du 28 Jahre alt bist, dass hier, kannst du dir so ein bisschen vorstellen, was mit Menschen passiert? Na gut, du vereinsamst halt total, ne? Ich glaube, also wenn man da nicht depressiv wird oder irgendwie, weiß ich nicht. Es Das ist nicht ist. das, es ist tatsächlich nicht das Vereinsamen in dem Sinne, weil du kannst ja neue Freundschaften, du kannst heiraten, neue Freundschaften aufbauen, Aber es fehlt ja trotzdem was. kannst du dir vorstellen, dass es die Personen, die dich 28 Jahre lang begleitet haben, und es ist deine Mutter, es ist dein Vater, es sind deine Geschwister, es sind alle Erlebnisse, die du hast, gehen wie bei der Titanic an einem Tag unter und du weißt, das war's jetzt Es kommt lebenslänglich. nicht mehr zurück. Und Ja. Chris, lass es mal, ich guck mal auf die Uhr, eine Minute, stell dir ernsthaft mal vor, in deinem Leben, was das mit dir innerlich macht. Stell's dir nur mal eine Minute vor, ich guck auf die Uhr, warte. So, ich stell einen Wecker oder eine Stoppuhr, so, Stoppuhr und los. Was ging dir durch den Kopf, wenn ich fragen darf? Auf der einen Seite eine ziemlich große Leere, ein gewisser Hass, den man wahrscheinlich auch irgendwie entwickelt, so, ne, dass du sagst, du bist so sauer, weil du an all diesen Punkten, wie zum Beispiel schöne Ereignisse, traurige Ereignisse, du kannst ja nirgendwo teilhaben, ne, du bist komplett ausgeschlossen. Die Menschen, von denen man ausgeht, geliebt zu werden, die man selbst vielleicht liebt, dass du einfach keinen Kontakt hast, es ist so, ich glaube, man kann das gar nicht so richtig ausdrücken, wie sich das anfühlt, weil es einfach ein ziemlich beschissenes Gefühl ist. So dieses, wie du sagst, du kannst ja neue Freundschaften aufbauen, aber es fehlt dir trotzdem was. Da bricht ja ein ganz großer Teil deines Lebens irgendwo weg. Und das kannst du nicht ersetzen, auch nicht mit einer neuen Familie, neuen Freunden, neuen Kollegen, was auch immer, sondern es ist ja ein Teil, der aus deinem Leben wegbricht, der einfach eine Leere, eine Trauer, eine Wut, ein Riesenloch hinterlässt. Und Wer das ist ein. hilft dir, Chris, wenn du dort mal kurzfristig arbeitslos bist und mal wirklich einen Schicksalsschlag hast oder krank wirst, es zahlt keine Krankenkasse mehr, irgendwas? Niemand. Du bist Niemand. alleine. Du bist alleine. Was passiert in Gedanken, wenn du ständig weißt, wenn ich sterbe, wenn du verunglückst, es wird niemand mitkriegen, es interessiert niemand und du wirst Es macht dich beerdigt? unendlich traurig einfach. Und dann kommt noch ein Fakt hinzu. Die anderen hätten so viel Geld, sie wären jetzt Multimillionär in Europa, dass sie jeden Moment einen Flug sich leisten könnten, um zu dir zu kommen, aber sie kommen nicht. Ist noch mehr als traurig und frustrierend. Und dann hat man dich körperlich so geschädigt, die ersten 10 Lebensjahre, dass du unter diesen Beschädigungen leidest. Ja gut, und das kannst du nicht so schnell verarbeiten. Das ist so ein Riesenpaket, was in dir lastet oder, sag ich mal, auf deinen Schultern lastet. Das kann man nicht von jetzt auf gleich lösen.
Das ist so stark und natürlich immer wieder wiederkehrende Situationen, ähnliche Situationen, die triggern dich natürlich. Die lassen dich an diese Situation erinnern oder man ist wahrscheinlich kurz in diesem Film drin, was man erlebt hat und durchlebt das Ganze wieder und fragt sich, glaube ich, einfach nur, wann hört diese verdammte Scheiße auf? Sorry für den Ausdruck. Das hast du schön zusammengefasst, weil du wachst jeden Morgen auf, die ersten 7 Jahre. Du wachst jeden Morgen auf, du kriegst Nervenzusammenbrüche. Woher holst du deine Motivation, wenn du nichts mehr besitzt? Gibt keine Motivation. Also, ich glaube, ich wüsste nicht, wo ich es hernehmen soll, die Kraft. Wenn du ganz allein bist, ist. Und du hast mir vor kurzem erzählt, dass es eine Situation in deinem Leben gab, wo eine Gefahr war, dass eine wichtige Bezugsperson vielleicht dessen Leben gefährdet ist. Da hast du mir im Nachhinein erzählt, es geht dir noch sehr, sehr nach. Und diese Trauer, diese Angst, dieses Alleinsein. Und aber weißt du was, Chris? Entschuldigung, dass ich lachen muss, aber ich weiß nicht. Also in dem Moment, wenn du feststellst, du besitzt nichts mehr, du hast nichts mehr, es ist alles weg, kommst du zum Kern des Menschseins. Und das bedeutet in sich einfach die Erkenntnis für sich zu gewinnen, dass das eigene Glück tatsächlich in niemandes Händen liegt, außer in den eigenen. So. Das ist richtig. Also man hätte jetzt natürlich die Möglichkeit, lebenslänglich wütend zu sein, lebenslänglich zu trauern. Man hätte die Möglichkeit, definitiv sich umzubringen. Man hätte die Möglichkeit, sich zu rächen und eine Bombe irgendwo hochzulassen. So, das machen ja Menschenkranke, die ihren Ehepartner umbringen, weil sie ihn verlassen haben. So, das sind alles sehr destruktive. Kranke Verhaltensweise. Wir haben den Amoklauf tatsächlich ja bei den Zeugen Jehovas gehabt von einem Ex-Aussteiger, aber da muss ich klipp und klar sagen, diese Person war sehr krank. Also es war eine Person, die, ich glaube, schizophren war. Also es sind wirklich ganz krasse, die nicht darin begründet sind, dass jemand, also er war sehr, sehr krank, soweit ich das mitbekommen habe. Aber was ich sagen möchte im Leben, dass man eben konstruktiv mit Schicksalsschlägen umgeht. Was heißt es? Also ich habe damals dann entdeckt, Chris, und das ist eigentlich das schöne Geschenk, was ich vom lieben Herrgott, wie man immer auch dazu sagen mag, bekommen habe, die Erkenntnis, ich war in dieser Extremsituation. Was hilft einem, das Glück in sich zu finden, zu sagen, egal ob Eltern sterben, egal ob es Ungerechtigkeiten gibt, egal ob man was verloren hat, egal ob man im Rollstuhl landet, egal ob man alles verliert, egal ob man blind, taub, was auch immer wird, egal ob man einen Ehepartner verliert, egal ob man krank wird, egal was im Leben passiert. Das Glück eines Menschen steckt im Inneren und das bedeutet zu sagen, danke, dass ich am Leben bin. Danke, dass ich das besitze, was ich gerade habe. Und es ist schön zu sagen, einen gesunden Körper zu besitzen. Eben vielleicht wie in meinem Fall jetzt 42 Jahre zu sein, Jahre alt zu sein und eben noch ein ganz langes Leben vor sich zu haben, wo man sich seinen Lebensraum wie eigene Familie, eigene Kinder in Freiheit leben und alles holen kann. Und deswegen steckt ganz viel Glück in mir. Und das habe ich gefunden, um dieses Glück auch wieder anderen schenken zu können. Und das basiert darauf, vielleicht gibt es die Chance, wenn ich mein Glück habe oder das, was ich gefunden habe, diese Stabilität im Leben habe. Eben, dass ich vielleicht die Hand jemand reichen kann, der da drin ist, dem man helfen kann, rauszukommen. Das ist ja auch das, was du machen möchtest. Du hast ja auch erwähnt, dass genau mit diesem Projekt du ja dann auch den richtigen finden möchtest, um natürlich diese Träume zu verwirklichen, wie eine Das Familie zu gründen. mache ich seit 10 Jahren. Ich unterstütze Aussteiger. Ich habe sehr, sehr viele Gespräche, sehr viel Rückhalt, sehr viel Prävention, sehr viel. Einfach weil ich nicht zusehen kann, wie Existenzen systematisch scheitern. Und jetzt eben diese Chance zu haben,
Eben die Hoffnung, dass sich was verbessert. Also jeder darf hier seinen Glauben haben, aber bitte gebt jedem Menschen wenigstens seine Familie. Dass es eben nicht dazu Menschen erpresst werden, dass sie nicht mal mehr einen Kaffee über 15 Jahre lang miteinander trinken dürfen. Und eben diese Message, dass es völlig in Ordnung ist, auch eine Sichtbarkeit zu schaffen, das aus dieser Schmuddelecke rauszunehmen. Auch bewusst zu sagen, mal zu hinterfragen, auch an die Politik. Also es ist ja auch eine Frage an die Politik, ist es so gerechtfertigt? Ist es in Ordnung? Ist es in Ordnung, dass das, Chris, mit mir gemacht worden ist? Ist es okay? Würde ich jetzt mit Nein unterschreiben. Ich Also. möchte es nicht beantworten. Ich möchte es einfach kritisch hinterfragen, weil ich habe eins vermieden in meinem Leben und das ist über die ersten 10 Lebensjahre meines Lebens zu sprechen. Ich rede über alles, Chris. Wirklich, du kennst mich. Ich nehme da kein Blatt vor den Mund. Ich bin wirklich. Aber ich habe die letzten 2 Wochen sehr gelitten. Ich habe wieder starke Albträume gehabt. Mir ging es wirklich schlecht. Den letzten Podcast haben wir gelöscht, den wir aufgenommen haben, weil ich Chris gesagt habe, es ist mir so schwer gefallen, diese Inhalte zu sagen, weil das meine Körperfasern sind, über die ich reden muss, die mich nach wie vor 24/7 bewegen, dass ich erst einen guten Moment abwarten musste wie heute, in der ich die Leichtigkeit besitze, nicht so wie beim letzten Mal, als ich noch zu sehr drin war. Das von außen zu sehen und ich möchte aber nicht, dass es irgendeinem Menschen ertragen muss, sich die Geschichte wiederholt und ich habe wirklich einen Appell, Chris, dass man sich bitte mal damit beschäftigt, ob es wirklich in Ordnung ist in Deutschland, systematisch solche Schäden wie mich zu fabrizieren. Ja, ich glaube auch das, was du erlebt hast, da bist du nicht der Einzige. Ich glaube, da gibt es ganz, ganz viele, denen ähnliche Dinge, vielleicht selbe Dinge widerfahren sind und die genau an demselben Punkt sind und vielleicht auch alleine sind aktuell. Ich habe diese Woche, letzte Woche, wenn man mein Profil runterguckt bei gewissen Posts, sieht man die Nachrichten von Ex-Auszeugern, die seit Jahren, 10, 15, 20 Jahren alleine sind. Mir ist es passiert, mir ist es passiert. Ich habe so viele Zuschriften und schon die letzten Jahre. Und mir hat es dann manchmal leid getan, dass ich dann mal am Tag wirklich so viele Nachrichten gekriegt habe, dass ich irgendwann antworten kann. Aber ich habe einfach, Chris, nicht diese. Die Kraft wahrscheinlich, Ich oder? habe nicht die Kraft und auch nicht ich kann nicht hunderten Menschen helfen im persönlichen Gespräch, das tut meine Kompetenz völlig und die Fähigkeit überschreiten. Aber was ich tun kann, ist, es gibt wirklich tolle Gruppen für Ex-Aussteiger, die wirklich präsent sind und da würde ich die auch gerne weiterleiten. Aber was ich tun kann, und damit stehe ich mit jeder Faser meines Körpers ein, einfach mal in Deutschland die Frage zu stellen, unseren Politikern und religiösen Verantwortlichen, Sektenbeauftragten, wer bezahlt mir die Schmerzen, die ich seit 40 Jahren erleiden muss? Wer bezahlt dieses Schmerzensgeld? Systematisch etwas, so etwas zu erlauben? Und wer übernimmt die Verantwortung dafür? Weil eben hier eine Freiheit gegeben wird, womit man Kinder schädigt. Kannst du das so nachvollziehen, dass das mich so bewegt, weil eben die Kinder, die ich sehe von Verwandten, Cousinen, Geschwistern, die da reinwachsen, die haben genau das Programm die nächsten 70, 80 Jahren vor sich, lebenslänglich. Gut, ich glaube, ne, solange die in dieser Gemeinschaft bleiben und nicht aussteigen, bist du, glaube ich, nicht alleine, ne? Aber es ist halt natürlich, wie soll man das beschreiben?
Sobald du sagst, okay, ich stelle fest, da stimmt gerade was nicht oder es tut mir nicht mehr gut oder irgendwas, ne, ist nicht so, wie es vielleicht sein sollte, ich glaube, dann fangen die Probleme an. Also bis du aussteigst, ist, glaube ich, alles okay, mehr oder weniger. Aber ich glaube, wenn du dann aussteigst, dann nicht ohne Schaden wahrscheinlich. Absolut. Und das Zweite, was ich heute gesagt habe, war einfach, dass halt auch das Leben darin, in meinem Fall, ich kann nur für mich sprechen, für mich die Hölle war. Das glaube ich. Weil man eben Dinge irgendwann angesprochen hat und diese Dinge sind unter den Tisch gefallen, weil es einfach auch bei Zeugen Jehovas die Regel gibt. Es müssen zwei Zeugen geben. Gibt es keine zwei Zeugen, ist es nicht geschehen, beziehungsweise gibt es keine Beweise und dann kann das wer auch immer sein und man hat einfach, ja, so eine Person hat Verantwortung innerhalb Gemeinde, hat mit Kindern zu tun. Es sind Leute, die Einfluss haben, die Jugendarbeit, Kinderarbeit machen, etc. Und da frage ich mich wirklich, wie ist sowas möglich? Es tut mir leid, Chris, dass es heute wirklich so ernst wird. Wir hatten eigentlich noch ein bisschen geplant, da einfach über die Folge zu quatschen, aber es ist tatsächlich so wichtig, dass jeder Tropfen Blut, der in meinem Körper fließt, steckt in diesem Projekt, weil es nicht nur ein Dating-Format ist, sondern Die es geht Message dahinter. darum, dass so Menschen wie ich ihre Träume verwirklichen können, um zu überleben. Es ist einfach irgendwann im Leben, und da bin ich jetzt, möchte ich starten. Das Projekt hilft mir auch, mein Leben hinter mir zu lassen. Ich glaube, ich habe es nochmals gebraucht, Dinge zu verarbeiten. Und es ist sehr, sehr, sehr belastend tatsächlich. Aber ich glaube, dass mir dadurch eine Chance gegeben wird, eben meinen Frieden zu finden, indem ich, wie ich das, und das möchte ich zum Schluss sagen, Chris, wie ich das mit der lieben Karen, die Szene in der Serie, die man da an der Steinmauer gesehen hat, oder Richtig. den Moment, weil es ist ja ein reales Leben, dass ich gesagt habe, meine Liebe, weißt du, ich möchte eigene Kinder, eine eigene Familie, weil ich meinen Kindern die Sicherheit, den Schutz geben möchte, den ich nicht hatte. Ich möchte Besser machen sozusagen, ne? richtig, und ich möchte meine He Wunden heilen, indem ich glücklich bin, dass ich eben das leben kann in Freiheit und das meinen Kindern weitergeben kann im Guten, dass sich was geändert hat, dass ich dieses Muster durchbrochen habe. Ich habe einen sehr, sehr hohen Preis bezahlt Du und die willst halt diese Liebe geben, die du so wahrscheinlich nicht erfahren hast, ne? und eben dieses System unterbrechen, dass nicht, wäre ich da drin geblieben und mit einer Frau verheiratet und Kinder gekriegt, dann wäre das so weitergegangen. Und ich möchte damit, dass mein Leiden einen Sinn hat. Und wenn ich einer einzigen Person helfen kann, nicht da reinzugehen, oder einer Person helfen kann, da rauszugehen, oder wenn sich in unserer Gesellschaft oder in Deutschland irgendwas ändert, hat mein Leiden einen Sinn. Und so sehe ich das. Deswegen kann ich noch lächeln, mein Lieber, und möchte nochmals sagen, dass jeder, der sowas durchlebt hat, jeder, der in so einer Situation ist, bitte nichts überstürzt machen, erst sich wirklich ein eigenes Netzwerk aufbauen, Hilfe außen suchen, bevor man weitere Schritte macht, wenn jemand eben in so einer Situation ist, auch was körperliche Dinge angeht, wo man bedroht oder sonstiges. Außenschutz suchen, sich erst in Sicherheit bringen, diese ganzen Dinge wirklich hier, falls sich jemand hier getriggert fühlt, einfach professionelle Hilfe. Das habe ich seit meinem 28. Lebensjahr immer gehabt und mir genommen. Und Ganz damit wichtig. kann man es wirklich schaffen, ein neues Leben zu starten, so wie meine letzten 10 Jahre, 15 Jahre, sich seine Träume verwirklichen, seinen Weg gehen. Eine Basic bauen, so liebe Menschen wie dich auch, um mich zu haben, Chris.
und auch Danke. noch viele andere tolle Menschen. Und mir ist es ganz, ganz wichtig, hier eine Öffentlichkeit zu schaffen. Warum, hat man heute erfahren. Und ja, jetzt darfst du noch zum Schluss einen Satz sagen. Egal was. Darfst auch 5 Sätze Ich sagen darf oder auch 5 Sätze 10. sagen. Nee, ich glaube, du hast die wichtigsten Punkte genannt. Es ist definitiv wichtig. Ich glaube, jeder, der in so einer Phase ist, der gerade vielleicht, ne, auch Päckchen zu tragen hat und sagt, ich fühle mich scheiße, ich will irgendwie was anders machen. Ich weiß aber nicht wohin, ich habe niemanden, dass man sich definitiv Hilfe holt, dass man mit Ärzten, mit Psychologen spricht, mit der engsten Familie, mit Freunden, also dass man sich irgendeiner vertrauten Person anvertraut, dass man sich nicht alles mit oder nicht alles mit sich alleine ausmacht, sondern dass man auch sagt, weil man hat nicht immer die passende Lösung. Und ich glaube, wenn man so in seinem Element drin ist und es geht einem nicht gut, man kann nicht immer klar denken. Und da gibt es die Außenstehenden, die das vielleicht mit anderen Augen betrachten. Und wenn man die hat, sich diesen anvertrauen, nicht auf dumme Gedanken kommen und es ist, glaube ich, für jeden Hilfe da. Und da sich auch nicht zu schikanieren, zu sagen, ich bin mir zu fein, drüber zu sprechen, sondern einfach machen. Und wie du auch gesagt hast, das Glück liegt bei einem selbst, egal was man erfahren hat oder erfahren wird. Es ist ja auch mal die Frage, was du selbst draus machst. Und wenn du willst, dass es dir gut geht, wirst du was tun. Wenn du es nicht willst, wirst du wahrscheinlich nichts tun. Das hast du alles sehr, sehr schön gesagt und ich glaube einfach an Wunder. Also Wunder heißt, dass man Dinge, die man sich bis vor kurzem nicht vorstellen konnte, dass Dinge möglich sind. Guck mal, was immer in der Raumfahrt gerade passiert, dieser Switch, dass man sogar Tourist werden kann. Hättest du das mal vor Ja. meiner Oma erzählt, hätte sie gesagt, also so, ich glaube an Wunder, Wunder in dem Sinne, dass es ein, weiß ich was, dass man halt wirklich, man kann schlafen gehen und wacht am nächsten Tag auf und die Welt ist eine andere, dass es eben, dass wir uns gar nicht mehr darüber unterhalten müssen. Dann können wir uns nämlich einen Podcast drüber machen, über unser schönes Haus, was wir uns vorstellen und wünschen und was wir für, weil alles schon in Normalität ist, einfach in Strukturen läuft, dass Kinder einfach einen Schutz haben, dass jeder seine Identität leben kann, ohne nachzudenken. Und es ist eine wunderschöne Welt, dass eben, ja, dass Kinder ihre Familien haben, Leben mit ihren Familien verbringen können. Und das wünsche ich jedem, ja, von uns.